Okay, die habe ich auch schon mal besser erwischt. Ja, das ist nicht so gut. Wieso? Ich habe meine Ruhe vor dir. Ja, dann könntest du mich jetzt gar nicht hören. Ich höre dich nicht fluchen. Was? Aber dann hörst du auch nicht, wenn ich mich rausdrehe. Warte mal, ja, das sehe ich dann schon. Okay, was machen wir für ein Reifensetup? Muss auf ausgewogen bleiben. Weil ich probiere wieder eine coole. Die einzige Kurve, die interessant ist und wo ich jetzt schon Angst davor User habe, ist die joined your erste channel. Kurve. Wer joint uns Na. da? Na, Dogma, die können wir jetzt nicht brauchen. Okay, tschüss. User left your channel. Oder so. Hast du irgendwie Setup-mäßig was umgestellt oder? Ja, also ich fahre mit fast maximal Downforce. Andersrum. Wirklich? Minimum. So rum. Also ich fahre mit dem 1 nach rechts, gehe aber dann nochmal 2 bei Vorderflügel. Also Vorderflügel habe ich 2, Heckflügel habe ich 4. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was wir für Zeiten schaffen. Ich auch. Weil ich fahre Standard-Setup. Ich habe schnellere ausprobiert, ich komme in den langsamen Ich Kurven wollte gerade nicht sagen, du zurecht. bist in den Kurven, bist du schneller, aber auf den Geraden. Und wir haben so viel Vollgas, da bist du einfach. Also, ich komme trotzdem nie in den Drehzahlbegrenzer. Okay. Ich fahre mich nie fest. Jetzt fahren wir erstmal ein paar. Ob DRS oder ohne die, also ohne DRS sowieso klar und auch mit DRS fahre ich mich nicht fest. Warum Okay. muss ich schon wieder so lange warten? Was? Hey, bei mir bist du schon lange wieder raus. Die Mechaniker sind schon alle drin. Echt jetzt? Bist du schon wieder? Stehst du noch drin? Ja, ich muss auf dich warten. Ich find's einfach immer wieder geil. Weißt, ich hab halt die Host-Privilegien. Oh Gott. Das erste Mal mit Lenkrad ein Rennen gegen Ole und dann auch noch mit Schalten und allem. Wobei, nee. Ups, das muss ich noch umstellen. Das habe ich, glaube ich, bloß für. Ja, ne, er schaltet nur automatisch. Oh. Das muss ich dann gleich danach nochmal umstellen. Du bist irgendwie jetzt wieder leiser geworden bei mir. Echt jetzt? Ja. Jetzt wieder besser? Nee, nicht wirklich. Eine Spur, aber wirklich nur eine kleine Spur. Ah, ich muss das umstellen mit dem Schalten. Ich will selber schalten. Jetzt fahren wir mal eine Runde ohne. Die Kurve hasse ich. Ich finde die nächste, also die nach der dann kommt, finde ich schlimmer. Wie? Die jetzt dann jetzt kommt, weil die kannst du eigentlich mit Vollgas nehmen, aber wenn du die davor nicht ein bisschen anbremst, dann dreht dich sowas von raus und wenn du hier auf die Curbs rauskommst. Komm eh wieder zurück, pass auf. Die hasse ich dafür. Wie jetzt? Ja. Komme ich immer so weit ins Kies hinaus. Denkst mir ganz schön am Arsch. Ich klebe dir im Arsch, ja. Ich bin schon ausgelassen. Abgelassen wenig. Ist ja eh bloß Training. Aber ich will das umstellen mit Schalten. Es ist zwar echt pervers, wie permanent da klicken musst und alles, aber es macht einfach mega Fun. Okay. Okay, die habe ich auch schon mal besser erwischt. Okay. Was war jetzt? Mich hat's gedreht und ich wäre quasi falsch schon in die Boxengassen Einfahrt gefahren und dann hat mich das Auto, also das Game zurückgesetzt. Dann versuche ich dich einzuholen.
Oh Gott. Das Blöde ist, ich weiß nicht, wie ich den Sprachchat aktiviere. Wieso wir den Sprachchat aktivieren? Ja, für... Boxenstopp und so weiter. So. Brauchst du mit deinem Boxen nicht sprechen, während, während du unterwegs bist? Doch, vielleicht brauche ich einen neuen Flügel oder so. Konzentrier dich lieber aufs Fahren. Ja, wie gesagt, vielleicht brauche ich einen neuen Flügel oder so. Das ist eine reine Spekulation. Brauchst du schon wieder einen neuen Flügel? Sprachsteuerung. Was ist denn die Taste 5? Also bei mir ist die Sprachsteuerung links, am Lenkrad links unten. Taste 5. Was könnte Taste 5 sein? Das ist eine gute Frage. Das da. Wenn das Taste 4 ist hier. Nach hinten schauen. Nee, das ist nicht gut. Aber eigentlich schon. Dann machen wir nach hinten schauen. Machen wir das. Boxenbegrenzer ist Nummer 11, was auch immer das ist. Das glaube ich dürfte der sein hier. Ja, genau. Das heißt, nach hinten sehen ist quasi der da. Ne, dann machen wir den zum. So, machen wir es. Und eine Sofortwiederholung oder Rückblende haben wir ja nicht im Multiplayer, also sollte das eigentlich passen. Nein, jede Fehler werden eiskalt bestraft. Mhm. Davon gehe ich mal aus. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt das hier drücke, dann schaue ich nach hinten. Boxenstopp! Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Bin ich Vierter, obwohl ich im Ghost Mode gefahren bin, oder ist sonst noch keiner draußen gewesen? Wahrscheinlich war sonst noch keiner draußen. Ach, und das Ding wollte ich eigentlich auch umstellen. Fahrerhilfen. Getriebe. Schaltgetriebe und Empfehlung. Fuck, fuck. Obwohl, das sieht eh ganz gut aus. Jetzt holen wir uns erstmal einen ganz entspannten neuen Flügel. Ja, ohne Flügel geht hier nämlich gar nichts mit meiner Setup-Einstellung. Boxeneinfahrt ist auch echt krass. Gott sei Dank müssen wir die nicht komplett selber fahren. Ich habe mich schon oft bei der Boxeneinfahrt komplett zerstört. Okay. Weil ich gegen die Innenseite immer fahre. Ja, und entweder man kommt an die Innenseite oder an die Außenseite. Das ist echt schwierig, weil die ist echt brutal eng. Ja, jetzt holen wir erstmal neue Flügel, neue Reifen und dann gehen wir nochmal Gas. Und dann schauen wir uns an, wie das hier so eigentlich läuft. Ob's läuft. Hoffentlich läuft's. So, gib mir mein Setup. Hä? Wieso? Doch, doch. Weil der Reporter ist schneller wie ich. Aber hallo. Wenn dann nicht viel. Mit was bist denn du gefahren? Mit Supersoft? Ja. Die anderen fahren alle mit Ultrasofts. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 2 Minuten 16,3. Was ist deine beste Runde bis jetzt? 1,49,5 bin ich jetzt gerade vorhin gefahren. 49,5, okay.
Dann schauen wir mal. Bist du gerade in die Box rein, oder? Warum hat mein linker Vorderreifen so Blasen? Überhitzt oder so? Lauffläche, bitte? Überhitzt vielleicht? Ja, nicht. Ich bin eigentlich relativ gemütlich jetzt nach Hause gefahren die letzte Runde. Ich finde nach Eau Rouge ist erstmal so Entspannung pur auf der langen Geraden. Das ist brutal. Außer man verkackt halt den Bremspunkt dann. Das ist schon wieder volle Konzentration auf dem Bremspunkt und auf kurvenreichen Sektor. Hallo. Hallo, klein Oli. So. Guck mal an, was wir so reifenmäßig dabei haben noch. Die Reifenabnutzung dadurch, dass die Runde so lang ist, auch immens. Mhm. Wie viele Runden sind es eigentlich? Bist du schon mal in 25%? 11 Runden. Wie weit kommt man mit den Ultrasofts? 2? 4 Runden. 4 Runden, okay. Ultrasoft, 7 Supersoft. Das müssen die Ultrasoft aber schon neue sein. Okay. Weil du. Ich bin am überlegen, ob ich überhaupt mit Ultrasoft starten will, ob es nicht gescheiter ist, dass man mit Supersoft startet und dann halt auf auf Softs dann direkt wechselt. Also dass man die Ultrasofts komplett weglässt. Nee, ich starte auf Supersoft und wechsle in Runde 6 bzw. Runde 7, je nachdem, ist meine optimale Strategie. Hast du schon was in Zeiten gefahren oder noch nimmer nicht? Na, ich bin jetzt halt auf einer schnellen Runde. Weil meine alte Zeit war eine 2 Minuten 16, weil wie gesagt, da ist nicht viel gegangen mit dem Flügel weg. Aber schau, Hamilton ist mit Supersoft gefahren und der ist hinter mir. Ich hasse diese langgezogene Linkskurve. Mag ja nicht sagen, aber jetzt wird's peinlich. Wieso? Achso, nee, doch. Pascal Wehrlein überholt mich. Es ist ein sauber. Mhm. Was ist deine schnellste? 1,49, stimmt. Bin ich gefahren. Ja, und Bottas ist 1,49,2. Genau. Bin aber schon wieder draußen. Und die Zeit war auf Supersoft. Jetzt kommt meine schnellste. Nur eine Platz 3. Mit Supersoft. Zeitmäßig? 1,49,8. Na, 13. Mit Schalten aber. Nur damit jeder weiß, Ole schaltet nicht selber. Nein. Bin eine faule Sau. Aber ist mega geil. Aber ja, man muss verdammt viel tun. Ah, scheiß Hamilton. Ja, komm, dreh mal dich ein bisschen raus. Haha, hoffentlich bekomme ich keine Gridstrafe. Ich habe einen Hamilton abgeschossen, aber absichtlich. Hätte auch einfach stehen bleiben können, aber ich habe so lange ihn weggeschoben, bis er sich gedreht hat. Oh Mann. Ich sehe es, da ist gelb hinten.
Sehr schnell. Was ist denn gleich nochmal? Ich weiß immer nie, welche Taste. Okay, das macht die andere Kameraeinstellung. Schlecht angefangen, zu weit innen. Einige. Naja, ein Zehntel ist liegen geblieben. Oh, das war zu verhalten und dann läuft's, wenn es so ein langer Vollgasanteil ist. Was ist denn bitte das für eine Taste? Achso, das ist Sprechen, aber was ist 11? Wer ist das vor mir? Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Was ist ein 11 für eine Taste? Es ist so blöd, wenn man einfach nicht weiß, was für eine Taste, weil da steht bloß 11. Super. Was könnte 11 sein? So viele Knöpfe sind es eigentlich gar nicht. Ich hasse die letzte Passage so immens. Aber war sogar recht gut gefahren. Nein, ich verliere. Egal. Kann ich in meine Reifen durchschauen? Was mache ich jetzt? Im Heck. Ich bräuchte eine Übersicht, was für eine Taste, was ist Boxenbegrenzer? Dann wäre das da hinten. Nein, was machen wir jetzt? Überholen, oder? Ja, schon. Ich glaube, ich muss mir ein Plakat aufhängen, wo quasi dort steht, welche Taste was ist. Da hat er sich abgeschossen. Aber wie viel Zeit das sofort gekostet hat und das war's. Komplett? Nee. Schade. Aber meine Zeit steht. Mich hat's gedreht. Machen wir mal ein anderes Setup. Eine 1.49.1 und das Lustige, ich habe noch eine halbe Sekunde wo drin. Paar Kurven nicht ganz aus dreien getroffen und ein paar Zehntel liegen gelassen. Aber ich bin mittlerweile auf den Ultrasoft schon unterwegs. Nächste ist da hier. Bin da wieder. Auf den Ultras bin ich jetzt auch, ja. So. Ah, okay, da kann ich durch schon. Das sind nämlich Reifen. What the fuck? Mich hat's einmal gedreht, Reifenzustand 25%. Mhm. Muss mal aufpassen. Ja, und das merkt man. Na gut, ich kann es dabei belassen oder nochmal in die Box kommen und neue Reifen holen. Ich glaube, ich belasse es dabei. Wetterbericht.
eine Schnellrunde. Mhm. Schon ein Zehntel oben in der Rouge. Rouge ist er erst. Ein 10 so Boxen. Hm. In der Kurve verliere ich einfach so viel. Und jetzt habe ich wieder zwei Gegner vor mir, obwohl ich fast eine Sekunde oben bin. Super, die porten sich auch noch zurück. Alter! Bottas hat mir voll eine mitgegeben. Holy shit. Aber ja. Damit bin ich in Führung. Holy shit. Aber das... Das war eine geile Runde. Aber... Schau dir unsere Zeiten an. Ich weiß nicht, was hast du für eine? Also insgesamt 0,4, also 0,5 sind wir auseinander. Aber du bist im ersten Sektor 0,6 schneller. Was? Jetzt pass auf, ich bin im zweiten Sektor 0,7 schneller. Ha! Ja, weil du, weißt du, woran es liegt? Ganz einfach, an dem Downforce. Setup. Ja. Und im dritten? Bin ich wieder schneller, oder? Dritten bist du wieder 0, ja, ist wieder die zweite lange Gerade. Ja, eben, darum habe ich gesagt, weil es so viele lange Geraden gibt. Oh Mann, aber das war eine geile Runde, hä? Aber es ist definitiv noch ein bisschen was zu holen, aber das war schon nicht schlecht. Boah, entspannt heimzufahren ist auch geil. So ganz entspannt, so bei 200. Schaltet gar nicht mehr. Muss mal aus, also das kannst du ja nicht ausprobieren. Ich habe gestern ausprobiert, der kann sogar im 8. Gang losfahren. Das dauert zwar ewig, aber probier mal mit deinem Auto im 6. loszufahren. Kannst vergessen. Ja, also fürs Training glaube ich, bin ich eigentlich zufrieden. Ich fahre jetzt das noch heim hier entspannt und dann in der Boxengasse. Willst du nochmal raus oder wie schaut's bei dir aus? Nein, ich stehe schon in der Boxengasse. Muss ich mal schauen von der Reifenabnutzung her. 12% hinten und 9% vorne, aber beides gleich. Ah, okay, lol, jetzt auf einmal von 9 auf 11% gesprungen. Ja, also mein Ziel wäre eigentlich, sich auf Supersoft zu qualifizieren. Das ist definitiv machbar. Wo ist denn gleich nochmal mein Sprachding? Da, Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde rein. Du hast jetzt Ding an Spotlas richtig aufgehalten. Oh! Es tut mir jetzt aber leid. Aber der ist nicht wirklich schnell gewesen, weil der hat nie einen wirklichen Ansatz gemacht, dass er mich überholen würde. Nee, der war in der Hotlap. Okay. Achso, ja, dann tut's mir echt leid. Jetzt startet er die schnelle Runde. Sektor 3 ist gelb, warum das? Okay, was? Weiß ich nicht. Ich weiß schon wieder nicht mal.
15 auf dem Temporadar. Wie kann ich ihn weiter nach unten schalten? Okay, so geht's weiter nach oben. Nee. Okay. Okay. Hamilton auf Supersofts. Eine Sekunde langsamer als Bottas. 1,2. Ist irgendwer nur auf den Dings gefahren? Auf Supersofts? Auf Softs? Esteban Ocon, fast 5 Sekunden langsamer. Danke, die Softreifen sind nicht die richtige Option. Vor allem, wenn man es durchfahren kann mit Ultras.